Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Noch vor 15 Jahren haben Jugendliche ihre Musik fast ausschließlich über Radio und Fernsehen kennengelernt. Die Sender waren so in vielen Fällen stilbildend. Das, was sie spielten, wurde einer breiten Masse bekannt. Heute ist das anders. Das Internet mit seinen Plattformen wie YouTube oder Facebook verbreitet schnell, was musikalisch in oder out ist. Der Rapper Weeknd ist bei der jugendlichen Netzgemeinde momentan schwer angesagt. Im Musikzentrum Hannover hat er das seiner Fangemeinde jetzt unter Beweis gestellt. Was geht ab, Hannover? Heute ist Wochenende und wir brauchen alle Arme. Deutsche Texte, fette Beats. Weeknd trifft den Pulsschlag seiner oft jugendlichen Fans. Alles, was ich wollte, war nur einmal auf einem Festival spielen. Einer davon ist Julian, 13 Jahre, aus der Region Hannover. Sein erstes Konzert, sein erstes Interview. Woher stammen die Ideen für deine Texte? Spielt dein Job als Sozialarbeiter dabei eine Rolle? Der Job als Sozialarbeiter, glaube ich, gar nicht so sehr. Eher Leben als Musiker, sag ich mal. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir auf Tour sind, hat man halt einen großen Input, weil viel passiert und da schleichen sich so kleine Witzchen so innerhalb der Gang, mit der man unterwegs ist, halt ein. Und die transportiert man dann irgendwie auch automatisch in die Texte. Also das ist für mich so die Hauptinspirationsquelle, dass wir halt mit den Jungs unterwegs sind und coole Erlebnisse haben. Ein cooles Erlebnis in Weeknds Rapperleben. Sicherlich der Auftritt im Musikzentrum Hannover. Dazu verpasse ich gerade wieder meine Sendung. Steh auf Reportagen, Familien im Brennpunkt. Wir sind hier ja in Hannover. Warst du schon mal hier und was gefällt dir hier an der Stadt? Ich habe in Hannover schon mindestens einmal auch gespielt. Die Sache ist, wenn man für Konzerte in so einer Stadt ist, dann hat man relativ wenig Möglichkeiten, sich die Stadt auch anzugucken. Also unser Tagesablauf ist hier relativ durchstrukturiert. Wir müssen Soundcheck machen, ich muss mich mit dir treffen und mit dir quatschen. Und das ist halt so, dass da wenig Zeit bleibt, um so ein bisschen Sightseeing zu machen. Nächster Tag, nächste Stadt. Als Musiker ist Weeknd immer on Tour. Da hilft oft nur Vertrautes. Bleibt dir noch Zeit für deine Freunde? Ja, voll, ich habe die mit dabei. Die warten alle im Backstage und gleich gibt's Essen. Also ich habe meine Freunde so total in meinen Musikalltag eingebaut. Ein guter Freund von mir ist mein Kameramann, der alles filmt, der meine Videos macht. Die Jungs auf der Bühne sind langjährige Freunde von mir und das haben wir uns schon alles so gebastelt, dass ich die Leute genug sehe. Es gibt natürlich auch ein paar Kumpels, die jetzt nicht immer dabei sind. Also ne, ich habe einen relativ großen Freundeskreis, die kommen dann aber auch zu Konzerten oder wenn ich frei habe, sehe ich die auch viel. Also das klappt schon alles ganz gut. Vielen Dank für das Interview und noch schönen Tag. Sehr gerne, wünsche ich dir auch. Für Julian ein erlebnisreicher Tag, der wohl lange in Erinnerung bleibt. Und Weeknd macht weiter einfach das, was er am besten kann. Deutsche Texte, fette Beats.